Was die Commandante C40 so besonders macht und ob sich der Kauf lohnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Hey und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns die beliebte Commandante C40 Mark III an. Die Verarbeitung der Commandante ist extrem gut und auch optisch sieht sie wirklich sehr gut aus. Die Commandante gibt es derzeit in 7 verschiedenen Farben und ich habe wohl hier das bekannteste Modell. Der Deckel besteht aus Tritan, der Metallgriff aus Edelstahl und der Knauf aus 100% echtem Eichenholz. Der Glasbehälter fasst bis zu 40 Gramm, was in der Regel für 2 V60s reicht. Das Coole ist, dass man den Kaffee mit dem Glasbehälter abwiegen kann und dann direkt in die Mühle geben kann. Auch das Mahlwerk ist komplett aus Edelstahl und wird in einem patentierten Verfahren hergestellt. Die sogenannten Nitro Blades haben extrem harte Kanten, sodass sie den Kaffee besonders gut mahlen, ohne dabei viele Feins zu produzieren. Das bedeutet, dass das Mahlergebnis mit der Commandante sehr gut ist, egal ob man fein malt oder grob malt. Hier seht ihr einmal das Mahlergebnis von fein bis mittel zu grob. Um den Mahlgrad einzustellen, kann man hier einmal gegen bzw. im Uhrzeigersinn drehen. Im Uhrzeigersinn bedeutet, dass der Kaffee feiner gemahlen wird, gegen den Uhrzeigersinn dementsprechend grober. In der Regel beginnt man bei Click Zero, das bedeutet, dass man so weit im Uhrzeigersinn dreht, bis kein Widerstand mehr kommt bzw. der Griff sich nicht mehr von alleine selbstständig macht. Von Click Zero an könnt ihr also dann einstellen, welchen Mahlgrad ihr haben möchtet. Beispielsweise für V60 zwischen 20 und 32. Das heißt, ihr zählt einfach die Klicks und dreht dabei gegen den Uhrzeigersinn. Dabei ist wichtig, dass man den Griff dabei festhält. Was auch möglich ist, ist, dass ihr einmal den Mechanismus festhaltet und dann einmal am Uhrzeigersinn dreht. Das sind in der Regel 10 Klicks. Ich würde aber auf Nummer sicher gehen und immer mitzählen. Das mag jetzt etwas komisch klingen, aber das Mahlen mit der Commandante macht deutlich mehr Spaß als mit anderen Mühlen. Es liegt wahrscheinlich am doppelten Kugellager und generell auch am Sound. Verglichen mit anderen Handmühlen ist die Commandante wirklich sehr angenehm zu bedienen. Um die Commandante zu reinigen, könnt ihr ganz einfach den Mechanismus komplett aufdrehen, sodass das Mahlwerk herausfällt. Danach könnt ihr mit einem sauberen Pinsel oder einer sauberen Zahnbürste das Mahlwerk reinigen oder auch ein Küchenpapier nehmen. Falls nötig, könnt ihr auch lauwarmes Wasser verwenden. Hier würden wir aber empfehlen, im Anschluss auf jeden Fall alle Teile komplett trocknen zu lassen, bevor ihr die Mühle wieder in Verwendung nehmt. Ich führe euch einmal in einem praktischen Beispiel durch, wie die Commandante verwendet wird. Für V60 empfehlen wir einen Mahlgrad zwischen 20 und 32. Das hängt stark von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel eures verwendeten Kaffees, aber auch der Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dann wiegt ihr euren Kaffee im Glasbehälter ab und gebt ihn in die Öffnung. Nun malt ihr euren Kaffee und brüht ihn anschließend. In der Regel gibt es bei Handmühlen keine sogenannte Todzone. Das bedeutet, dass der Kaffee, den ihr oben reingibt, auch in der gleichen Menge wieder unten herauskommt. Falls ihr die Handmühle für Espresso verwenden möchtet, gibt es auch einen sogenannten Red-Clicks-Mechanismus, den ihr extra kaufen könnt. Ihr habt dann die doppelte Menge an Klicks, was es ermöglicht, den Espresso besonders fein einzustellen. Kommen wir nun zu ein paar Kritikpunkten. Wenn du eine Weile die Commandante nicht verwendet hast, dann ist ein Nachteil, dass du auf jeden Fall immer bei Click Zero beginnen musst. Das heißt, wenn du an einem Tag V60 zum Beispiel gebrüht hast und am nächsten Tag die French Press verwenden möchtest, musst du immer wieder zu Click Zero zurück und von dort an wieder die Klicks nach oben zählen, bis du den gewünschten Mahlgrad erreicht hast. Es gibt keinen Indikator, der anzeigt, bei welcher Stufe du dich derzeit befindest. Ich persönlich finde auch den Plastikdeckel nicht ganz so dolle. Ja, er ist auf jeden Fall gut verarbeitet und ist hochwertiges Plastik. Dennoch könnte es hier irgendwie ein anderes Material geben, was die Commandante noch hochwertiger machen würde. Dennoch erfüllt sie ihre Funktionalität sehr gut, das heißt das sogenannte Popcorning, das bedeutet, wenn kleine Splitter beim Mahlen aus der Mühle herausfliegen, verhindert, was ja auch Sinn und Zweck dieses Deckels ist. Dann ist ein weiterer Nachteil, dass die Commandante einen relativ großen Durchmesser hat. Das heißt, dass wenn du kleine Hände hast, vielleicht hier das Mahlen etwas anstrengender sein könnte. Dann ist, wie erwähnt, ein großer Nachteil, dass die Commandante immer relativ schnell ausverkauft ist. Das heißt, wenn du dein Wunschmodell einmal siehst, dann solltest du auf jeden Fall zuschlagen. Und zu guter Letzt könnte der Preis für einige abschreckend sein. Denn die Commandante ist auf jeden Fall eine Premium-Handmühle, wahrscheinlich mitunter eine der besten auf dem Markt und kostet 248 Euro und aufwärts. Die Mühle ist also eher für Fortgeschrittene und für den Anfang definitiv nicht nötig.
Wir empfehlen für den Anfang, wenn du gerade erst angefangen hast, mehr dich mit Kaffee zu beschäftigen, eine günstigere Mühle, wie zum Beispiel die Porlex oder eine Hario-Mühle. Ich verlinke dir solche Mühlen mal in der Infobox. Alles in allem ist sie aber wirklich nicht ohne Grund eine der beliebtesten Mühlen weltweit und eine absolut großartige Mühle. Das heißt, dass wenn du sie kaufen wirst, wirst du auf jeden Fall zufrieden sein. Da sind wir uns sicher. Von uns kriegt sie auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und hast du Lust auf ein Video zu Alternativen der Kommandante? Dann lass gerne ein Like da und schreib in die Kommentare, welche Mühlen wir mit der Kommandante vergleichen sollten. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.